Das war's nun für dieses Jahr. Dies ist das letzte Video. Es geht noch 2 Tage bis Silvester. Ich hoffe, du hast den Shampoos kühl gestellt. Und es würde mich natürlich extrem interessieren, was du an Silvester machst. Schreib mir doch das bitte unten in die Kommentare, denn ich habe noch keine Idee und vielleicht werde ich durch dich inspiriert. Noch ganz kurz zu den Verpackungen für die Flaschen. Eigentlich wollte ich ja nur eines zeigen, das mit den Blättern. Und wie es halt so ist bei kreativen Menschen, dann kommt das noch hinzu, man hat noch die Idee. Und dann gibt es 1000 Möglichkeiten. Daher habe ich gedacht, ich zeige euch das. Vielleicht ist etwas für dich dabei. Und wenn du natürlich die eine Flasche, die ich bemalt habe, empfiehlt sich natürlich, zuerst das Papier zu bemalen und dann zu verpacken. Aber eben, ich war gerade in Thun und dann hatte ich keine Lust mehr dazu. Aber das erklärt sich grundsätzlich von selbst. Die Lampe, das war etwas, was ich unbedingt in diesem Jahr noch fertigstellen wollte, da ich unten in der Stube einen sehr dunklen Raum habe und lange nach einer kleinen Lampe gesucht habe. Und die habe ich gefunden und ist jetzt natürlich im Stil dieses Hauses, ist jetzt Geschmackssache, aber es geht grundsätzlich darum, zu zeigen, wie man einen alten Lampenschirm neu gestalten kann. Noch was in eigener Sache. Ich habe es endlich geschafft, meine Webseite online zu stellen. Ich hatte jetzt hier eine Woche, ich weiß nicht warum, das hat jetzt einfach ein bisschen geklemmt. Die steht jetzt aber online. Ich lade dich herzlich dazu ein, da mal reinzuschauen. Da findest du einen Shop, wo du einige Sachen kaufen kannst, die ich hier auf YouTube zeige und andere schöne Gegenstände. Oder du kannst dich natürlich auch einfach nur inspirieren lassen. Dann ist noch, alle Kurse sind ausgeschrieben für das ganze Jahr. Und erstmalig mache ich dieses Jahr einen Wochenkurs. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe das noch nie gemacht, eine Woche. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Möglichkeit für diejenigen, die weiter weg wohnen, mal ihren Urlaub in der schönen Schweiz zu verbringen. Es gibt hier im Dorf auch einen relativ schönen Parkplatz. Es hat auch Bäume, es ist ruhig. Und wenn es nicht ein riesen Wohnmobil ist, kann man grundsätzlich auch mit einem Wohnmobil sich dorthin stellen. Es ist im Moment, soviel ich weiß, noch kostenlos. Das kann sich aber täglich ändern. Also das wäre eine Möglichkeit. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich begrüßen dürfte. Und dann, was war noch? Kurs, Shop. Und auf der Webseite findest du natürlich auch mein Buch, wo du bestellen kannst, wo du alle Grundlagen von Pulp kennenlernen kannst. Das habe ich jetzt auf die erste Seite gemacht, damit man es nicht suchen muss. Und die letzten Bestellungen sind jetzt raus. Die sollten demnächst, hoffe ich, bei dir ankommen. Und wenn jemand sein Buch innerhalb von 2 Wochen nicht bekommen hat, dann melde dich bitte bei mir. Es kann immer mal was schief gehen. Oder wenn du mir ein Mail schreibst und keine Antwort von mir erhältst, dann melde dich auch nochmals. Es kann sein, dass gewisse Mails verschwinden. Ich habe jetzt noch ungefähr 15 Bücher. Also wenn du noch ein Buch möchtest, dann solltest du dich sputen, denn ich werde erst natürlich nächstes Jahr eine neue Auflage machen, aber das dauert auch wieder seine Zeit. Also wenn du das Buch möchtest,
kannst du es jetzt bestellen. Das war's. Jetzt wünsche ich dir fürs neue Jahr alles, alles Gute. Ich denke, wir starten in ein aufregendes Jahr. Es wird vermutlich für die einen oder anderen herausfordernd sein. Daher wünsche ich dir viel Kraft, viel Mut, Zuversicht, Gesundheit, Glück, Liebe, schöne Begegnungen und setz deine Wünsche um. Ich plane in der Regel mein Leben nicht. Ich mache einfach und schaue dann, was daraus entsteht. Manchmal muss man ein bisschen nachkorrigieren und etwas anpassen. Aber wichtig ist, dass man den ersten Schritt macht und alles andere ergibt sich dann von alleine. In diesem Sinne, bleib kreativ, umarm deine Liebsten, lass dir nicht alles gefallen. Bis zum nächsten Mal. Startet gut ins neue Jahr. Tschüss zusammen, alles Gute. Thank you.